Schöne, makellose, perfekte, große Früchte. Die möchte jeder gerne ernten und ja, manche setzen da halt auch aufgrund der Tatsache, dass sie halt auch ganz viel ernten wollen, um ja, ihr Ego auch vielleicht ein bisschen bestätigen zu können. Dann setzen die vielen auf Hybrid-Samen und ja, zu dem Thema möchte ich einfach ganz allgemein reden, so Hybrid-Samen, samenfeste Sorten. Und wie ich das einfach allgemein sehe, wenn jeder drauf aus ist, die größte, die schwerste Tomate zu ja, ernten, damit anzugeben, wie ich das einfach ja, alles so sehe. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ja, wie gesagt, ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen hier mal über das Thema reden. Ist ein bisschen so bei mir jetzt aufgekommen, weil einige Gurken bei mir Mehltau bekommen haben. Und da ist halt ja manchmal so, dass es halt ja, Hybridsorten auch zum Beispiel anfälliger sind. Da erntet man halt immer viele Früchte. Das ist halt zum Beispiel ein Vorteil, aber man kann halt ja, wenig Samen davon nehmen. Es gibt halt ja, Hybridsorten, zum Beispiel die Kernnamen Wassermelonen. Da kann man ja, Saatgut schwer entnehmen oder überhaupt nicht mehr. Und bei einigen Gurkensorten ist es eigentlich auch der Fall, dass die Samen dann immer kleiner werden und verschwinden. Oder anderes Beispiel halt die kernlosen Trauben, dass sich das schon etabliert hat bei den Menschen, dass die halt ja, einfach diese Züchtungen viel gerne lieben. Im Supermarkt zum Beispiel auch reingehen und Trauben ohne Kerne nehmen. Und ja, das ist halt für mich ja, manchmal ein bisschen auch schade, weil ich habe auch mein Feld unten eine Honigmelone gekauft aus dem Russenmarkt zum Beispiel. Und das ist halt zum Beispiel, sie nannte sich kasachische Honigmelone und da habe ich jetzt mal ein paar Samen, spaßeshalber mal, bei mir unten ins Feld reingesetzt. Und da ist es halt dann so passiert, ja, dass die Pflanzen ja auch aufgegangen sind, also kein Problem, aber dass halt ja, die Samen bzw. die Pflanze sehr empfindlich ist. Also die hat halt sehr viele braune Stellen und ist vertrocknet, während die anderen Honigmelonen oder Melonen, die eben draußen im Freiland wachsen, dieses Problem eher weniger haben. Nur diese Melonenart hat es und ich denke halt auch, dass das mehr oder weniger Hybridsorten sind. Und bei Hybridsorten, wenn man da jetzt zum Beispiel Samen entnimmt, dann sind das halt meistens ja, genveränderte Samen bzw. von der Pflanze, die halt von ein oder zwei, also die von zwei, mindestens zwei Pflanzen gekreuzt wurde. Kann auch sein, dass es mehrere sind, das weiß ich jetzt nicht genau. Und da ist es halt so, dass wenn man dann von der dann im ersten Jahr die Samen nimmt von der Hybridpflanze und dann die Samen fürs nächste Jahr wieder ja, nimmt, dann bekommt man halt eine andere Pflanze. Also man bekommt nicht die Pflanze mit den Früchten, mit den Qualitäten, die man sich vorgestellt hat, wieder zu der, ja, bei der neuen Pflanze. Das ist halt relativ schade. Es kann sein, dass man da ja auch eine etwas schwächere bekommt. Und da finde ich es halt auch wirklich bei manchen Menschen, wie zum Beispiel bei meinem Vater, der ist halt so, der probiert halt gerne aus. Ihm ist halt sowas wie samenfeste Sorten oder Hybridsamen eigentlich egal. Also er vertraut eigentlich, dass er vertraut sozusagen dem Markt und so unser System, dass wenn er sich halt Samen oder Saatgut kauft, dass das auch dann, wenn er das nicht daraus Samen nimmt, dass daraus auch dann wieder die richtige Pflanze ja, rauskommt. Und er vertraut halt wirklich darauf und er ist halt so also ein Mensch, der halt jetzt nicht ja, viel nachdenkt oder er hat einfach so ein Urvertrauen, was auch sehr lobenswert ist. Also da mache ich mir auch keinen Vorwurf. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, ja, also sich hat er da informieren und alles Mögliche. Ja, er hat halt andere Prioritäten und andere Zeiten, sage ich mal. Und da ist halt auch nichts Verwerfliches dran. Und ja, die Tendenz ist halt meistens halt auch bei dem Endverbraucher, halt, dass er halt schöne große Früchte haben möchte. Makellos, keine Fehler, also
Also ich ernte zum Beispiel sehr viele Gurken, Schlangengurken auch zum Beispiel, die sind jetzt bei mir auf dem Boden, die sind jetzt nicht immer aufgehängt. Und wenn man sie halt aufhängt, dann werden halt die schönen geraden Früchte raus, sonst werden sie halt eher ründlich. Und das sieht man auch, wenn man jetzt zum Beispiel hier Kirschen erntet, dann sind manchmal Würmer drinnen oder haben Löcher von Wespen. Oder wenn man jetzt Pflaumen erntet, da haben sie halt auch Fraßstellen von Wespen. Und genauso wie bei Äpfeln, die sind dann mal kleiner, größer, haben irgendwelche Druckstellen. Ist aber völlig natürlich und das ist halt auch so von der Natur vorgesehen. Und auch, dass halt Insekten und Vögel mit an Früchten teilhaben dürfen und sie auch darauf genießen dürfen, sage ich mal auch. Da finde ich es ein bisschen unangebracht, dann wieder auch Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, wenn man sich, ja, wenn man halt nur an sich denkt und die Ernte dann für sich aufgreift. Ja, wenn halt jetzt zum Beispiel die Vögel immer nur deine Süßkirschen aufessen, aufpicken und die Wespen auch, dann ja, dann pflanzt halt einfach mehr Süßkirschen. Dann haben mehrere Tiere und alles Mögliche etwas davon. Wenn du halt nur einen Baum setzt, dann kann es halt mal passieren. Und da finde ich es halt einfach, ja, wie gesagt, so Maßnahmen dagegen zu treffen, ein bisschen unangebracht. Wir sind hier nicht allein auf dem Planeten. Und sonst habe ich ja auch jetzt große Fleischtomaten in meinem Gewächshaus und ja, die sind jetzt auch unförmig oder etwas unschöner, aber ich werde trotzdem von denen, weil sie mir gut geschmeckt haben, von denen Samen entnehmen. Das sind ja auch sortenreine Sorte, aber in einem Gewächshaus habe ich alles Mögliche angebaut und ob sich da irgendwas kreuzt oder nicht, das weiß ich jetzt auch nicht. Ist mir eigentlich egal, wenn da die Tomate rauskommt, dann freue ich mich, wenn nicht, dann nicht. Also seid sowieso allgemein schwer, also bei sortenfesten Sorten. Ich habe jetzt hier viele verschiedene Gurkensorten und ich kann den Bienen nicht vorschreiben, dass sie halt in der einen Blüte von der gleichen Sorte in die, von der männlichen in die weibliche gehen und damit ich halt das, wenn ich davon jetzt an dieses Saatgut entnehme, dass ich halt dann die richtige Sorte habe und das gleiche jetzt natürlich auch bei Zucchinis, Kürbissen, ich glaube auch sogar bei Melonen, dass die sich halt kreuzen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier vom Nachbarn vom letzten Jahr irgendwie Samen im Hügelbeet gehabt und der hat jetzt, ich habe jetzt gerade eine Zucchini vorhin geerntet bei einer Pflanze, die auch schon wie ein Kürbis war, wächst halt so, sind Zucchinis, gehören auch zur gleichen Familie und ja, wenn ich zum Beispiel einen Kürbis nicht ganz ausreifen lasse, sondern etwas früher ernte, dann schmeckt er genauso wie eine Zucchini. Also sind halt diese, ja, Vermischungen und es ist halt relativ schwer, wenn man jetzt kreuz und quer alle möglichen Sorten anbaut und mein Nachbar macht das auch, da wieder sortenreine Sorte zu bekommen, da muss man halt wieder speziell betäuben, extra betäuben und nicht betäuben, bestäuben, Pflanze betäuben. Ja, stelle ich mir auch ein bisschen komisch vor. Aber jedenfalls, ja, die Fleischtomaten, die schauen jetzt nicht perfekt aus, nicht so perfekt und schön und man sagt ja immer, man soll halt, ja, nur die schönsten und die größten ernten und da sehe ich es halt auch so, es kommt ja nicht immer darauf an, wie das Äußerliche ausschaut, weil alle bewerten immer nur das vom Äußerlichen und von den Nährwerten und ja, wie viel ist denn da drin von den Kalorien, eigentlich so mehr, finde ich persönlich, oberflächliche Sachen. Ja, dann hat man ja vielleicht Tomatenriss oder schaut nicht ganz so schön aus oder schön groß oder ist schön schwer, sondern das Wesentliche sind ja eigentlich die Informationen für mich persönlich und ja, die Informationen geben, nähren uns sozusagen oder fördern unseren Körper und da zähle ich auch noch den Geschmack auch dazu. Mir egal, ob die Tomate jetzt von äußerlichen schön rund, saftig, perfekt, makellos ausschaut, aber schmeckt dann am Ende, keine Ahnung, wie nach Müll für mich oder schmeckt mir überhaupt nicht, ist zu sauer oder irgendwie so, eine Tomate sollte für mich süß sein, süß und saftig. Wenn ihr das erfüllt, dann nehme ich gerne Samen von ihr. Das ist eigentlich für mich kein Problem. Das gleiche auch im Supermarkt, ja, es gibt makellose Äpfel, makellose Pfirsiche, aber wenn die steinhart sind und ja, unreif geerntet und mir nicht schmecken, dann habe ich auch nichts davon.
Und ja, das ist halt jetzt so, ja, allgemein so meine Gedanken, wie ich das halt auch dazu sehe. Und ich finde es halt auch allgemein in der Diskussion über Hybridsorten auch sehr verwerflich, dass man ja die großen Konzerne auch in Afrika ihr ja, genverändertes Saatgut da an die guten einheimische Bevölkerung, an die Landwirte da geben und sie sozusagen davon abhängig machen und ihre Landschaft sozusagen auch damit zerstören. Und das finde ich halt auch schade und ziemlich verwerflich, dass wir halt auch wirklich wegen Profitgründen so in die Natur eingreifen. Das darf eigentlich nicht sein. Ich habe auch mit meiner Mutter geredet, dass sie mir mal erzählt hat, dass die Urfrüchte zum Beispiel aus Russland, so eine Uraprikose, so ganz kleine Früchte oder zum Beispiel hier ein wilder Apfel gibt es bei mir in der Nähe vom Wald. Das sind auch ganz kleine Äpfel. Und da erkennt man eigentlich auch wieder, weil wir Menschen ja die Fähigkeit haben zu essen. Und ja, und da sieht man, diese Urfrüchte von damals waren halt klein. Und da ziehe ich halt auch immer die Schlussfolgerung, dass der Mensch eigentlich nicht viel braucht. Also er muss nicht Massen an Kalorien, Vitamine zu sich nehmen, um satt zu werden. Wie gesagt, habe ich ja vorhin erzählt, es kommt ja mehr auf die Informationen an und da muss man jetzt nicht unbedingt ja, genveränderte Pflanzen nehmen, die dann schöne große Früchte bringen, dann irgendwie genveränderte Pflanzen oder Pflanzen veredeln. Das heißt, dass man einen Wurzelstock von einer anderen Pflanze nimmt und sie dann auf eine Sorte draufsteckt, die dann ja, die entsprechenden Früchte dann trägt. Das sind ja bei den vielen gezüchteten Apfelsorten halt so, dass die eigentlich, ja, wenn man im Supermarkt schaut, dass glaube ich viele Äpfel, wenn man die so von, also wurzelecht, wenn die ihre eigenen Wurzel hätten, dass sie von der Natur her sofort ausgelesen werden und ja, hier Probleme bekommen würden, weil sie zu schwach werden. Und da finde ich es halt einfach schade, dass halt die Leute, wenn sie halt ja, Mehltau auf ihren Gurken sehen, dass sie halt irgendwie veredelte Gurken dann nehmen von einem Kürbis, weil der halt ein bisschen robuster und kompakter ist. Und das finde ich halt, ja, keine Ahnung. Muss halt nicht sein. Und es prägt ja auch, wenn man halt ein bisschen so Erfahrungen mit Pilzen und alles Mögliche sammeln kann, fördert die Gehirnleistung, sag ich mal. Und den Bezug zur Natur. In diesem Sinne, ja, wie gesagt, ich möchte das Video nicht allzu lang machen. Wollte es ein bisschen, ja, einfach wieder meine Gedanken so aussprechen. Ich würde mich freuen über einen netten Kommentar, wie ihr zum Beispiel das Thema so seht. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet. Und natürlich auch ja, so eine kleine Mundpropaganda halt auch macht. Freunden, Verwandten von mir um ein Projekt erzählen oder auf Social Media Kanäle. Ja, einfach meine Videos, meine Arbeit mitteilen. Das unterstützt mich, hilft mir auch wirklich sehr, weiter voranzukommen. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch einfach ein hervorragendes, ja, Hauptzeit der Ernte. Bei mir hat es schon gut angefangen mit den Gurken und den Tomaten und wie gesagt, so saftige und gut schmeckende Tomaten aus dem eigenen Gewächshaus sind immer noch das Beste. In diesem Sinne, sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt und genießt einfach die schönen und wunderbaren sonnigen Tage. Bis dahin. Ciao. Euch einen kleinen Nachtrag mitteilen und zwar habe ich sehr viele Gurken und Zucchinis zum Beispiel von meiner Ernte. Also hier sind noch ein paar unförmige dabei, passend zum Video auch, eine weiße Zucchinis, ein paar Gurken. Ich habe jetzt große Mengen da und falls jemand Interesse hat, ja, mal hier vorbeikommen möchte und ja, ein bisschen Obst und Gemüse haben will, ist gerne eingeladen und willkommen. Und ich tue einfach meine ja, Kontaktmöglichkeiten ja, in die Videobeschreibung packen, dann könnt ihr mich kontaktieren und da können wir alles ausmachen. Genau, das wollte ich euch noch einfach mitteilen und wie gesagt, ich wünsche euch einfach noch viel Spaß bei euch im Garten und bei einer reichen Ernte.